Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, am vergangenen Sonntag wurde bei uns in Nördlingen die Spitalkirche wieder eingeweiht, nach über 3 Jahren Zeit der Renovierung. Und am vergangenen Donnerstag durfte ich dort den Gottesdienst für die Bewohnerinnen und Bewohner des Bürgerheims feiern. Und dazu passt nun gut der Wochenpsalm für diese kommende Woche, denn der sagt uns ganz Grundlegendes über unsere Kirchenbauten, unser Bauen und Tun überhaupt und unseren Glauben. Der Wochenpsalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und euer Brot esset mit Sorge. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Liebe Gemeinde, 2 sehr prägnante Gedanken stecken in diesen Psalmversen. Wenn ich unsere schönen Kirchen betrachte, in ihnen Gottesdienst feiere oder einfach nur still auf einer Kirchenbank sitze, den Raum auf mich wirken lasse und bete, dann empfinde ich, was der Psalmbeter meint. Ohne den Herrn ist alle Schönheit und Stimmung einer Kirche umsonst. Es braucht beides, Menschenwerk und Gottesgeist. Es braucht das Können und das Wissen der Menschen, wie man so ein wunderbares Gebäude plant und baut. Aber dann braucht es auch Gott, der diesen schönen Raum füllt, mit seinem Geist, mit seiner Nähe. Die Baumeister der alten Kirchen wussten das schon immer. Natürlich haben sie die wunderbaren Kirchen auch geplant und gebaut, um damit Geld zu verdienen, um die Ansprüche ihrer Auftraggeber zu erfüllen. Aber die meisten sahen ihre Arbeit auch als Dienst an Gottes Sache, als Dienst, damit Gottes Größe sichtbar und erlebbar wurde. Und besonders die hochstrebenden Pfeiler der Gotik, die haben den Menschen ein Bild vom Himmel gegeben. Und in der Spitalkirche, da kam dann noch etwas dazu, was bis heute anhält. Die Spitalkirche will besonders Menschen Raum geben, die es schwer haben. Früher war es die Krankenhauskirche für das Nördlinger Spital. Kranke und Verwundete sollten im Spital nicht nur körperlich gesund werden, sie sollten auch an ihrer Seele gesunden. Der Kirchenraum sollte ihrem Glauben, gerade in einer schweren Zeit, Raum zur Entfaltung und zum Wachsen bieten. Wie viele Gebete und Lieder wurden dort in der Spitalkirche angestimmt. Mit der Bitte um Gesundung, mit dem Wunsch nach einem leichten Sterben, mit der Hoffnung auf Gottes Hilfe. Und nun bringt ausgerechnet die Corona-Krise die Spitalkirche zu dieser alten Funktion zurück. Die Menschen aus dem Bürgerheim, einem Alten- und Pflegeheim, versammeln sich wieder in der Spitalkirche zum Gottesdienst. Diese Menschen bringen ihr Leben im Heim mit, ihre Nöte und Sorgen, auch ihre Freuden und Hoffnungen. Der Gottesdienst wird auch auf die Zimmer übertragen, erreicht auch die, die zu schwach sind, um selber in die Kirche zu kommen. Und hinter all dem steht Gottes Geist selber. Wer die Spitalkirche, wer irgendeine Kirche nur als schönes Baudenkmal und Kunstwerk betrachtet, dem bleibt das verborgen, was der Psalmbeter schon vor langer Zeit wusste. Ohne Gottes Segen bleibt unsere menschliche Mühe letztlich sinnlos und seelenlos. Gott muss dabei sein. Sonst bleibt menschliches Bauen und Planen ohne Seele. Dieser Gedanke taucht ja auch heute immer noch auf. Bei öffentlichen Gebäuden oder Straßen, da feiern wir auch heute noch Einweihungen, wo ich als Pfarrer den Segen Gottes für das Neugebaute erbitten soll. Gottes Segen ist auch heute noch gefragt, weil Gott dabei sein muss, im Haus, in der Stadt, im Dorf, in Heim und Krankenhaus und im ganz persönlichen Leben. Und da findet der Psalmbeter nun ein sehr starkes Bild, das bis heute sprichwörtlich ist. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.
den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ein geflügeltes Wort, das vor allem notorische Faulpelze gerne zu ihrer Rechtfertigung anwenden. Und wie so viele Sprichwörter stammt auch dieser Gedanke aus der Bibel. Aber stimmt das denn? Warum sollten wir Menschen uns dann überhaupt anstrengen? Warum sollten meine Kinder zur Schule gehen und lernen, wenn doch Gott alles bewirken muss? Schließen sich Fleiß im Leben und Glauben also aus? Ist Faulheit sogar ein Zeichen des Glaubens? Nein, das meint der Psalm sicher nicht. Es geht nicht darum, dass unsere menschliche Arbeit und Anstrengung nichts wert ist. Aber ihre volle Wirkung kann unsere Anstrengung nur dann entfalten, wenn wir mit Gott mit einbeziehen. Ohne Gott ist menschliche Mühe schnell sinnlos. Ein extremes Beispiel: Wer sich etwa anstrengt und müht und forscht und damit immer raffiniertere und tödlichere Waffen baut, den könnten Gottes Gebote darauf hinweisen, dass er sein Wissen und Können doch besser für lebensdienliche Aufgaben einsetzen soll. Und auch medizinische Forschung ist nicht automatisch gut oder im Sinne Gottes, wenn etwa die Menschenwürde verletzt wird oder wenn die entwickelte gute Arznei dann zu horrenden Preisen vertrieben wird und Arme davon ausgeschlossen sind. Dann kann auch diese Mühe umsonst gewesen sein. Mein Sorgen und Streben soll mit Gottes Willen in Einklang sein. Andererseits ist es doch auch eine große Entlastung. Gott gibt es seinen Freunden im Schlaf. Das heißt, ich strenge mich an in meinem Leben, aber ich habe die Sicherheit, dass Gottes Segen für mich da ist, auch wenn ich nicht mehr tun und schaffen kann. Und Gott ist auch dabei, wenn ich nicht mehr weiter weiß mit meinem Tun. Seinen Freunden gibt's der Herr im Schlaf. Dieser Gedanke entlastet mich. Wenn ich so lebe, als käme aller Erfolg nur auf mich an, auf meine Fähigkeiten und Kräfte, dann überfordere ich mich ständig. Und ich muss immer wieder erleben, wie wenig mein Planen und mein Eifer zum Ziel führen, weil Krankheiten und Schicksalsschläge eben nicht zu berechnen sind. Wer sich also ganz fest auf ein Ziel konzentriert in seinem Leben, der lebt so, als ob es Gott nicht gäbe. Und er wird blind für neue Wege, für Alternativen, für Entdeckungen am Wegrand. Und er wird auch nicht entdecken, was der Glaubende erlebt, der mit Vertrauen auf Gott offen durch das Leben geht. Nämlich, dass manches auch viel besser wird im Leben, als ich es erhofft und geplant habe. Denn diese Erfahrung kann ich genauso machen, dass das gut wird, was schlecht begonnen hat. Da findet einer nach verkorkster Schulzeit und Startschwierigkeiten im Berufsleben doch noch seinen Traumberuf. Da kommen zwei einsame und verletzte Herzen zusammen und finden endlich gemeinsam die Liebe. Da entsteht aus einem schweren Schicksalsschlag auch etwas Segensreiches. Das alles gibt es gar nicht so selten und es geschieht ohne unser Planen und Arbeiten. Der Psalmbeter hat recht. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Und Gott gibt es seinen Freunden im Schlaf. Letztlich kommt es auf Gott an. Darum wirbt der Beter: Vertraue dich Gott an, werde ein Freund Gottes, sprich mit ihm im Gebet. Ein Freund, eine Freundin Gottes sind die, die sich auf Gott verlassen, die ihm Raum geben in ihrem Leben, die Gott wirken lassen, die daran glauben, dass er, der mächtige und liebende Gott, es gut meint mit ihnen. Dieses Vertrauen auf Gottes Fürsorge, das wünsche ich uns von Herzen. Amen. Wir beten. Gott, du hast viel Gutes für uns bereit. Du achtest unser Mühen und Streben. Aber ohne deinen Segen bleibt es fruchtlos. Darum schenke uns immer wieder den Blick auf dich und deine Liebe, mit der du unser Leben begleitest. Lass uns deinen Segen dankbar annehmen. Sei bei allen, die in dieser Zeit Sorgen haben, die krank oder einsam sind. Begleite uns in die kommende Woche mit deinem guten Segen. Amen.